Ich bin ein Flüchtling aus Afghanistan, hab überlebt den Taliban. Was hinter mir liegt, kann ich nicht erfassen. Meine Eltern, meine Brüder haben mich ungern verlassen. Geflohen vor dem Regime, das uns bedrohte. Riskierten unser Leben auf überfüllten Pumpen. Die Todesschreie hallen noch immer mein Ohren. Denn ich hab sie alle verloren. Ich bin der Leiter der Lea in Elwangen, das heißt, ich habe die Gesamtverantwortung. Ich bin Beamter beim Regierungspräsidium Stuttgart. Wir haben bei uns im Präsidium haben wir ein eigenes Referat Flüchtlingsunterbringung, das Referat 15.2, da bin ich dann auch stellvertretender Referatsleiter. Und als Leiter der Einrichtung hier geht es natürlich darum, dass ich verantwortlich bin, dass unsere Behörde, als quasi das Regierungspräsidium, aber auch als Ausländerbehörde, dass wir eine gute und eine rechtlich saubere Arbeit abliefern. Ich bin aber auch verantwortlich dafür, dass die ganze Organisation, die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Einrichtungen, ob das die freien Träger der Wohlfahrtspflege sind, das Gesundheitsamt des Oststadtkreises, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder unsere beiden Dienstleister European Home Care, SIBA Security oder auch unsere Polizeiwache, die wir auf dem Gelände haben, dass das reibungsfrei läuft. Und ich bin auch dafür verantwortlich, dass die Kommunikation zu den anderen Regierungsstellen, den zuständigen Ministerien Soziales und Inneres, dass das sauber läuft. Das ist so ganz grob umrissen meine Aufgabe als Leiter der Lea Elwangen. Wie gehen Sie mit der Reaktion im Internet um, mit den Shitstorms, mit den Sperren? Und haben die Flüchtlinge das auch mitbekommen? Also soweit ich weiß, haben unsere Flüchtlinge diesen Shitstorm im Internet so gut wie überhaupt nicht mitbekommen. Die interessante Geschichte ist ja, dass dieser Shit auf Deutsch losgetreten wird mit unseren lateinischen Schriftzeichen. Und die meisten von unseren Gästen, die wir hier in der Lea in Elwangen haben, die kennen diese Sprache nicht, die kennen diese Schriftzeichen nicht, die kennen die Seite keine Flüchtlinge nach Elwangen, das ist wahrscheinlich die Seite, die sie ansprechen, die kennen sie auch nicht, deswegen unsere Flüchtlinge interessiert es nicht und ich sage es Ihnen ganz offen, mich interessiert es überhaupt nicht. Ich habe seit einem halben Jahr auf keine Facebook-Seite geschaut und ich kriege das immer wieder von Bekannten mit, dass angeblich wieder eine gewaltige Welle gegen unsere Einrichtung lostreten wird, dass manchmal ich auch persönlich angegriffen werde. Aber ich sage dann immer, solange bei mir in der realen Welt nichts ankommt, interessiert mich das nicht im Geringsten. Und deswegen, Internet, diese ganze Geschichte interessiert mich null. Und wo hört für Sie Toleranz auf und wo fängt Fremdenfeindlichkeit an? Hätten Sie dafür auch ein Beispiel? Hier gibt es Nulltoleranz bei uns in der Einrichtung. Das heißt, wenn wir hier Verstöße feststellen gegen die Hausordnung oder gegen die geltenden Gesetze bei uns in Deutschland, dann gibt es bei uns eigentlich immer Konsequenzen, ob das Strafarbeit ist oder ob das dann eine Anzeige bei der Polizei ist. Also von daher Toleranz, eigentlich Nulltoleranz. Toleranz heißt für uns dann aber natürlich, dass wir die Lebensgewohnheiten von den Gästen, die zu uns kommen, dass man die akzeptiert, dass man das toleriert, dass man, soweit es möglich ist, darauf eingeht. Wir sagen zum Beispiel immer, wir sind eine staatliche Einrichtung. Das heißt, Missionierer oder irgendwelche Gottesdienste wollen wir hier auf dem Gelände nicht machen. Dafür gibt es Möglichkeiten außerhalb vom Gelände. Aber wenn du einen 90-prozentigen oder einen 95-prozentigen Anteil an deine Gäste als Muslime hast, dann musst du natürlich dir zum Thema Ramadan, zum Thema Opferfest und zu den ganzen muslimischen Festtagen musst du was einfallen lassen und musst den Menschen die Möglichkeit geben, sich hier das hier auch ausüben zu können. Für uns völlig inakzeptabel ist, wenn es hier muslimische Männer gibt, die sagen, sie sprechen nicht mit Frauen. Bei uns, wir haben einen Beschäftigtenanteil von 70% Frauen, bei uns im Regierungspräsidium Stuttgart. Wir erfüllen hoheitliche Aufgaben und da gibt es keine Toleranz. Frauen haben ihren Job und das muss von unseren Gästen, von den männlichen Gästen respektiert werden. Es gibt keine Toleranz, wenn ein Mann einer Frau den Handschlag verweigern will, weil er sagt, das ist bei uns nicht üblich, weil wir sagen, bei uns in Deutschland ist es üblich.
üblich und die Leute sich dann hier dran zu halten. Es gibt bei uns aber auch keine Toleranz gegenüber Beschäftigten, die unsere Gäste nicht wie Gäste behandelt, die sie als Bittsteller betrachtet oder als, ich sag mal, Menschen zweiter Klasse, die Leute nicht mit Sie ansprechen, sondern sofort mit Du kommen, weil wir sagen, die Leute, die zu uns kommen, das sind Menschen, die werden auf Augenhöhe von uns begrüßt und wir wissen, keiner verlässt seine Heimat ohne Not. Das hat uns das Regierungspräsidium Stuttgart quasi so als Benchmark mit auf den Weg gegeben. Und dementsprechend ist es für uns Anweisung an alle 200 Beschäftigte bei uns in der Einrichtung, unsere Gäste hier so zu behandeln. Wenn wir von der Lea-Leitung vom Regierungspräsidium Stuttgart mitbekommen, dass anders agiert wird, dann gibt es hier auch schon mal Kündigungen aus diesem Grund. Was soll man Ihrer Meinung nach mit nachweisbar radikalen und gewaltbereiten Flüchtlingen machen? Für mich ist das eine ganz klare Geschichte. Wer sich nicht an Regeln hält, der quasi muss mit der ganzen Konsequenz von unseren Rechtsvorschriften bestraft werden. Und gewaltbereite oder extremistische Flüchtlinge, die müssen zur Anzeige gebracht werden und wie gesagt, nach Möglichkeit wieder in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Haben Sie Erfahrungen mit Anfeindungen gegen die Flüchtlinge in Ellwangen? Ich wohne ja jetzt aber auch zufällig in Ellwangen und mir ist das auch als Bürger der Stadt Ellwangen noch nicht aufgefallen, dass jetzt Geflüchtete, ob die jetzt von uns sind oder in der vorläufigen Unterbringung bei uns in der Stadt Ellwangen untergebracht sind, dass es dort Anfeindungen gibt seitens der Bevölkerung. Das ist vielleicht im vergangenen Sommer, wo man wirklich viele tausend Menschen hier in Ellwangen hatte, vielleicht ist es dort das eine oder andere Mal vorkommen, dass die manche Bürger, die sich häufig in der Innenstadt bewegen, dass es einfach zu viel war und dass sie dann vielleicht mal einen Flüchtling angeherrscht haben, weil kein Sitzplatz mehr um den Brunnen am Fuchseck mehr frei war. Aber ansonsten ist mir hier in der Stadt nichts bekannt. Welche Gründe haben die Schlägereien, die in der Lehre wieder vorgekommen sind? Also die Gründe für die Schlägereien, die sind in der Regel, waren sie banal. Wir hatten natürlich, ich hab vorhin das Beispiel mit den Handys gebracht, was das für eine ganz hohe Bedeutung hat für die Geflüchteten. Und wenn es natürlich zum Handyklau kommt und die bekommen mit, dass das in der Regel einer von einer anderen Völkergruppe war, dann steht die Gruppe von demjenigen, dem das Handy gestohlen wurde, zusammen und die Gruppe von demjenigen, der das Handy gestohlen hat, die steht dann leider auch zusammen. Und dann kommt es zum Beispiel aus solchen Gründen, haben wir die eine oder andere größere Auseinandersetzung gehabt. Wir hatten immer wieder Auseinandersetzungen, die in der Küche entstanden sind. Das waren auch Banalitäten, wo es darum gegangen ist, dass der eine gemeint hat, der zum Beispiel pakistanische Flüchtling bekommt von dem pakistanischen Küchenhelfer eine größere Portion als er, der vielleicht aus Algerien oder aus Syrien stammt. Und dann, du gibst deinem Landsmann mehr und mir gibst weniger. Nein, das stimmt gar nicht. Alle bekommen gleich viel, sagt der Algerier dann. Ich habe es aber gesehen. Und wenn dann die Security nicht auf Zack ist und schnell einschreitet, dann kann es sein, dass solche Banalitäten zu einer großen Auseinandersetzung führen. Wir haben immer wieder auch Geflüchtete mit einer Medikamentenabhängigkeit, die dann unter Medikamenteneinfluss teilweise sehr unberechenbar sind, dann auf andere losgehen und das kann dann aus diesem Solidarisierungseffekt raus dann häufig auch zu größeren Auseinandersetzungen führen. Ich bin auf ihren Händen, wollte ich sie nicht gehen lassen. Viele nasse Hände, bekam sie nicht zu fassen. Der Blick meines Vaters war so voller Liebe. Seine Lippen sagten noch, lebe in Friede. Die Lehre war ursprünglich für 1000 Flüchtlinge ausgelegt. Im Sommer 2015 waren es 4700. Wie sind die Bewohner der Lehre mit dem daraus resultierenden Platzmangel umgegangen? Und wie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ellwangen? Wir haben insbesondere aus der Bevölkerung, aber ich sage jetzt mal auch nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der politischen Klasse, Kommunalpolitik oder auch Landespolitik, haben wir mitbekommen, dass wir hier chaotische Zustände haben, dass die Leute hier unter katastrophalen Zuständen untergebracht werden.
wenn wir mit unseren Gästen hier gesprochen haben, dann hatten wir den Eindruck, die Katastrophe ist für die Leute vorbei, weil die Katastrophe, die haben sie in ihren Herkunftsländern erlebt, nämlich in bürgerkriegsumkämpften Städten. Die Katastrophe haben sie in teilweise desolat geführten Flüchtlingsunterkünften mit Zehntausenden von Menschen erlebt im arabischen Raum, die aufgrund fehlender UN-Mittel nicht mehr genügend Lebensmittel, Getränke und so weiter zur Verfügung stellen konnten, ganz abgesehen von Möglichkeiten der Bildung oder von Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Katastrophe haben sie erlebt auf dem Weg hierher nach Deutschland. Ich habe von keinem Flüchtling gehört, dass er die Zustände hier in der Lea Elvangen als katastrophal erlebt hat, sondern eigentlich waren alle erstmal froh, dass sie angekommen sind, dass sie in Deutschland sind, dass sie bei uns in der Lea häufig erstmals, seit sie auf der Flucht sind, anständig behandelt worden. Wie gesagt, auf Augenhöhe. Das war so die Situation. Natürlich war es für viele dann irgendwann auch schwierig, wenn die Aufenthaltsdauer hier 6 oder 8 oder 10 Wochen waren, weil wir natürlich mit dem Registrieren, mit der Gesundheitsuntersuchung bei den hohen Zugängen von über 1000 Menschen pro Woche nicht nachgekommen sind. Unsere Gäste hier haben das eigentlich mit einer ganz großen Geduld genommen. Diese Geduld, die hätten wir uns manchmal von den Politikern oder auch von Teilen der Bevölkerung, das war aber wirklich der ganz kleine Teil der Bevölkerung, die hätten wir uns da manchmal auch gewünscht. Wie sieht der gewöhnliche Tagesablauf eines Flüchtlings in der Lea aus? Die haben im Prinzip alles durchlaufen, was hier zu durchlaufen ist. Die müssen nur noch warten. Und dieses Warten, das versuchen wir zu strukturieren durch verschiedene Angebote. Das heißt, es gibt immer zur gleichen Tageszeit, eben zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr gibt es Frühstück, dass die Leute morgens rauskommen. Wir haben die Möglichkeit, dass die Frauen, also nur die Frauen mit ihren Kindern in die Kinderbetreuung gehen, wo dann auch so ein, ich sag mal so, Anfänge von Deutschunterricht auch für die Frauen dann in diese Kindererziehung mit eingebaut ist. Wir haben für 30, 40 unserer Gäste haben wir die Möglichkeiten, dass sie hier gemeinnützige Arbeiten nachgehen, zum Beispiel als Dolmetscher bei uns im Regierungspräsidium oder im Gesundheitsamt, zum Beispiel bei der Grünpflege, wenn es darum geht, das Riesengelände hier sauber zu halten, zum Beispiel in der Kleiderkammer oder auch bei der Essensausgabe, das heißt Beschäftigungsmöglichkeiten hier auf dem Gelände können wahrgenommen werden auch, also es gibt keine Jobs, die nicht auch besetzt sind. Wir haben ein sehr differenziertes Sportangebot, das von Fußball über Basketball, Volleyball bis zum Kinderturnen geht, das alles von Ehrenamtlichen abgedeckt wird und das wir auf dem Sportplatz in der Turnhalle oder auch oben in unserem Freizeitgebäude 102 umsetzen oder auch Spende der Rotarier hier, 4 Basketballkörbe, wo Basketball gespielt werden kann. Und dann natürlich immer die Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und was wir immer wieder dann auch machen, so wie in der vorvergangenen Woche, dass wir hier auch Konzerte oder Filmveranstaltungen anbieten. Vor 2 Wochen hatten wir hier einen syrischen Pianisten, der auch in Deutschland Asyl bekommen hat und in der Zwischenzeit als Pianist nicht nur in Flüchtlingsunterkünften, sondern auch sonst wo auftritt. Das ist so der ganz ungefähr der Tagesablauf. Hatten Sie die Befürchtung, dass sich die Eltern dann durch die Lehre unsicher fühlen würden? Ich hatte diese Angst eigentlich nicht. Wie gesagt, ich bin Elwanger und ich habe mitbekommen, wo der Beschluss des Gemeinderats feststand, dass die Lea hier in Elwangen eingerichtet wird. Dann habe ich natürlich mitbekommen, die Stadt Elwangen, die ruft dazu auf, dass sich die Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt engagieren für die
Geflüchteten hier in der Lea. Das hat eine riesen Resonanz erfahren. Bei der ersten Veranstaltung waren über 100 Menschen da, die gesagt haben, ich will helfen, wenn die Leute hier kommen. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass in der Bevölkerung keine Unsicherheit da war, sondern eher so eine gespannte Erwartung. Wann kommen die Leute jetzt? Wie sind die? Und wie wird sich das ganze Ding entwickeln? Eine Unsicherheit, die habe ich am Anfang auf keinen Fall gespürt. Die Unsicherheit, die ist dann gekommen, als die ersten Gäste, die zu uns gekommen sind, aus alleinreisenden jungen Männern aus Nordafrika bestanden haben. Das heißt, bei den ersten 250 Leuten, die hier waren, waren keine Familien da. Und man kann sagen, das waren dann vielleicht 50 syrische Flüchtlinge und 200 geflüchtete junge Männer aus Nordafrika. Und das waren dann Leute, die, was wir im Nachhinein erfahren haben, schon in anderen Städten, aber auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auffällig geworden sind, strafrechtlich auffällig geworden sind. Und wenn die dann in einer Kleinstadt wie Elvingen aufschlagen, dann gibt es natürlich eine massive Verunsicherung, weil die Bevölkerung natürlich Familien mit Kindern aus Kriegsgebieten erwartet haben, die hierher kommen, und keine jungen, gesunden Männer aus Nordafrika, die hier wirklich für Unruhe sorgen. Ich nenne als Beispiele, wir haben eine deutlich ansteigende Zahl von Ladendiebstählen gehabt. Wir hatten hier innerhalb einiger Wochen 17 mutwillig ausgelöste Feuerwehralarme. Das heißt, an manchen Tagen ist die Feuerwehr, beziehungsweise in manchen Nächten ist die Feuerwehr dreimal hintereinander ausgerückt, allein hierher, wegen mutwillig ausgelöster Alarme. Und das hat natürlich zu einer ganz massiven Verunsicherung und auch zu einer Verärgerung in der gesamten Bevölkerung geführt. Wollte ich meine Heimat verlassen, die Mörder haben uns nicht in Ruhe gelassen. Zerstörte Häuser, zerstörte Straßen, überall tote Menschenmassen. Uns blieb nicht anders übrig, als aufzubrechen. Nur weg, weit weg, vor den schrecklichen Verbrechen. Der Traum von Deutschland, weg von all dem Leid. Ein Fleck in friedlicher Lebensfreiheit. Gibt es für die Flüchtlinge die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu verarbeiten? Die Frage ist natürlich immer, wie kannst du deine Erlebnisse verarbeiten? Wir hatten im vergangenen Jahr, als die Verweildauer oder bis März, April, als die Verweildauer bei uns noch relativ gering war, hatten wir eigentlich nie das Problem, dass Geflüchtete hier, dass irgendwelche Traumata aufgebrochen sind und Geflüchtete ihre Erlebnisse verarbeiten mussten, sondern wir hatten hier so das erste Ankommen, was in der Regel mit einem Hochgefühl verbunden ist. Die Leute sind in Sicherheit, die freuen sich, dass alles überstanden ist, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie in Sicherheit sind, dass sie gut behandelt werden, und die sind eigentlich gespannt, wie es dann weitergeht. Und in der Regel nach 3-4 Wochen waren sie wieder weg. Und wir wissen, dass in der vorläufigen Unterbringung dann diese Aufarbeitung von Erlebnissen, von Traumata stattfindet. Das haben wir in der Zwischenzeit jetzt hier. Wir sind froh, dass wir natürlich noch relativ, also für den Bestand an Gästen relativ viel Personal haben. Das heißt, wir können in vielen Gesprächen von unseren Sozialbetreuern oder auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, können wir da viel auffangen. Und wir haben auch einen Psychologen, der mit einer 50%-Stelle hier arbeitet, der erstens selber viel auffangen kann, der aber auch unsere Beschäftigten im Rahmen von so einer Multiplikatorenschulung gut darin unterrichten kann, wie sie mit Menschen, die bei denen Traumata aufbrechen, die das Erlebte der Flucht oder aus dem Bürgerkrieg, aus den Kriegsgebieten verarbeiten müssen, wie sie mit denen umgehen. Also das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Wie schätzen Sie die Zukunft der Flüchtlinge ein? Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass Geflüchtete, die zum Beispiel bereits mit Englischkenntnissen zu uns kommen, dass die relativ leicht auch die deutsche Sprache lernen. Und die Leute mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Wir haben auf der anderen Seite haben wir 30, 50, 35-jährige Analphabeten, das heißt, die nicht mal die Schrift in ihrem Heimatland beherrschen. Also egal, ob das jetzt Araber sind oder Pakistani, das sind die Hauptländergruppen, die gerade bei uns sind, außer Syrien.
Und da wird es natürlich sehr schwierig, weil ohne die deutsche Sprache wird die Integration hier in Deutschland ganz, ganz schwierig. Aber wenn ich das so anschaue, dass wir über die ganzen 18 Monate, die wir hier in Betrieb sind, wirklich einen Anteil an Familien hatten von 60-70%, dann sehe ich auch einen ganz großen Anteil an Kindern. Und bei denen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da wird die Integration sehr leicht fallen, weil die sehr, sehr schnell lernen. Wir hatten hier im November eine zweiköpfige Familie, die ist in der Zwischenzeit eine vierköpfige Familie, zwei Kinder, die ist in der Zwischenzeit fünfköpfig. Die wurde im Januar verlegt. Die waren dann bei einer Sportveranstaltung, waren die hier. Die beiden Mädchen, 5 Jahre, die in der Ortschaft, in der sie untergebracht sind, in den Kindergarten gehen. Ich habe zuerst gedacht, wem gehören denn die Kinder? Ich habe nicht gemerkt, dass das Kinder von syrischen Eltern sind. Und die haben natürlich auch perfekt für ihre Eltern übersetzt, die ganze Veranstaltung. Und da denke ich, da wird das ganze Ding reibungsfrei laufen. Und wie gesagt, die Leute, die hierher kommen und keine europäische Sprache können oder gar Analphabeten sind, bei denen wird es relativ schwierig. Was ist für Sie jetzt das einprägendste Schicksal eines Flüchtlings eben bis jetzt gewesen? Puh, das ist jetzt auch eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, das einprägendste Schicksal, wo mir ein Flüchtling mal mitgeteilt hat, das war ziemlich am Anfang, wahrscheinlich hat sich deswegen eingeprägt, und zwar war das beim Besuch der damaligen Landtagsvizepräsidentin von Baden-Württemberg, der Frau Lösch, wo wir mit einer Gruppe von syrischen Flüchtlingen ins Gespräch gekommen sind. Wir haben zu diesem Zeitpunkt im Mai, Juni letzten Jahres einen ganz großen Anteil gehabt an alleinreisende Männer. Die Frage war dann immer, was seid ihr Syrer bloß für Männer, wenn ihr eure Familie im Stich lasst und allein ins sichere Deutschland kommt? Die Syrer haben die Frage überhaupt nicht verstanden, weil sie gesagt haben, was glaubt ihr, wie gefährlich die Flucht ist? Also übers Mittelmeer, in die Boote, über die Balkanroute rauf, wo Frauen, auch wenn sie im Familienverband reisen, häufig Repressionen, sexuelle Nötigungen, und zwar nicht nur von anderen Flüchtlingen, sondern zum Beispiel von Schlepper, aber wie wir erfahren, eben auch von staatlichen Bediensteten, von Polizisten in andere Länder auf dieser Balkanroute ausgesetzt sind. Ihr glaubt doch nicht, dass man unsere Frauen oder unsere Kinder auf so eine gefährliche Fahrt mitnehmen. Der Plan war, die Männer versuchen, schnell hierher zu kommen und dann ganz schnell Familiennachzug zu machen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen mit diesen Männern. Damals war die Auseinandersetzung hier in der Bevölkerung, warum hat eigentlich jeder Flüchtling ein Handy? Und das war so eine von uns sehr, sehr merkwürdige Neiddiskussion, weil unser, ich sag mal, Durchschnittsbevölkerung immer nur die Meinung gehabt hat, wer ein Handy hat, der hat Geld, weil wir das häufig als Statussymbol betrachtet. Und deswegen haben wir ja auch kein Handy, sondern wir brauchen immer das Neueste, entweder das Samsung 7 oder dann das neueste iPhone oder dann jetzt das Google-Handy, weil es sonst nicht funktioniert. Und für die Leute aus dem arabischen Raum, für unsere Gäste, ist ein Handy kein Statussymbol, sondern eine Überlebensnotwendigkeit. Erstens, ohne Handy kannst du die Flucht nicht organisieren. Und zweitens, das Handy ist deine Brücke zur Familie, die noch in den umkämpfte Städte ist. Und die eindrücklichste Erfahrung, die war dann einfach in diesem Kontext, dass mir ein junger syrischer Mann, der hat dann der Vizepräsidentin sein Smartphone gezeigt und hat ein Bild gezeigt von seiner Familie und hat gesagt, und das ist meine 5-jährige Tochter. Und dann hat er halt berichtet, dass der 5-jährige Tochter vor 2 Tagen bei einem von denen unmenschlichen Fassbomberangriffe der linke Unterarm abgerissen war. Und das ist bei mir am tiefsten im Kopf drin geblieben. Und bei mir ist dann aber auch sehr tief im Kopf drin geblieben, dass der Familiennachzug für syrische Flüchtlinge von der damaligen Bundesregierung einige Wochen nach diesem Ereignis bei uns hier in der Lea dann beschränkt worden ist. Es war damals ja auch die
große Befürchtung, dass ein ganz massiver Familiennachzug erfolgt und dann ist dieser Familiennachzug eingeschränkt worden. Und die Folge ist einfach, dass wir keine alleinreisende syrische Männer mehr hierhin, sondern wir haben jetzt ganz viele syrische Familien mit vielen Kindern. Das heißt, die nehmen in der Zwischenzeit einfach ihre Familie, ihre Kinder, ihre Frauen mit auf diesen gefährlichen Weg, einfach als Reaktion. Und auch aus der Erfahrung raus, das Asylverfahren hat im letzten Jahr einfach sehr, sehr lang gedauert. Und deswegen war der Familiennachzug für viele gar nicht möglich. Und genau, und deswegen lehnen die Leute ihre Familie nicht mehr in die Kriegsstätte zurück. Unser Schlagwort war Grenzen im Kopf. Wie fremdenfeindlich sind wir wirklich? Was ist Ihre Meinung dazu? Also ich glaube überhaupt nicht, dass wir, also wir Deutschen oder wir in Elwanger oder wir Baden-Württemberger, ich nehme uns alle zusammen, ich glaube nicht, dass wir Deutschen insgesamt fremdenfeindlich sind, sondern ich glaube, es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die wirklich große Ängste haben, Verlustängste, Angst vor der Zukunft und das ist vielleicht was, dass diese Angst gerade gegen Fremde gerichtet wird. Aber so diese grundsätzliche Fremdenfeindlichkeit, die sehe ich wirklich jetzt nicht, sondern unsere Erfahrung aus 18 Monaten, die ist, wenn die Leute, also die Bevölkerung, die vielleicht erstmal Vorbehalte, die kommen ja vielleicht vor der Fremdenfeindlichkeit, die Vorbehalte gegenüber Geflüchteten, gegen Menschen aus anderen Kulturkreisen haben, wenn die mitbekommen durch einen persönlichen Kontakt, welche Schicksale dahinter stehen und dass die Flüchtlinge, wie wir sie ja nennen, die hierher kommen, allesamt Menschen sind mit einer relativ langen Vita und mit zum Teil wirklich harten Schicksalsschlägen, dann ändert sich diese Einstellung ganz schnell von Vorbehalt zu einer vorbehaltlosen Hilfsbereitschaft. Asylantenheim und jeden Tag auf neue stolpern weitere Menschen rein. Aus Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan besitzen nur das, was sie haben an. Ich bin fast 14, hab die Grauen gesehen. 9 Wochen gelaufen auf wunden Zehen. Endlich angekommen im deutschen wilden Land, von dem alle sagen, das war Raffenland. Ich bin ein Flüchtling, ein Asylant. Was wird aus mir werden hier in Deutschland? Eins wünsche ich mir und das besehen, ein bisschen mehr Frieden auf unserer Welt.